Dann sag mal, was du drauf hast. Jasmina. Ich mache alles, was Sie wollen, Graf Lahnstein. Kennen Sie schon unser Verwöhnangebot? Nein. Muss mir aber was entgangen sein. Wir lassen Ihnen gerne das Programm zukommen. Natürlich ganz diskret. Die Bezahlung regeln Sie dann bitte direkt mit der Agentur. Schöne Träume noch. Und bis zum nächsten Mal. Moment. Da bin ich dann doch ein bisschen konservativ. Bezahlen gehört für mich irgendwie dazu. Fühlt sich sonst nicht echt an. Finden Sie nicht? Manche Kunden sehen das anders. Aber bitte, wie Sie wünschen. Ach. Für die arme Mama. Also, es ist ein bisschen billig, aber steht Ihnen. Auf Wiedersehen, Frau von Lahnstein. Geht's Ihnen nicht gut? Bitte. Es ist spät und ich... Ich interessiere mich nur für das Wohl meiner Angestellten. Besonders dann, wenn Sie gegen Bezahlung mit meinem zukünftigen Mann schlafen. Mir geht's gut. Ich bin müde und will nach Hause. War's das? Wie fühlt man sich denn eigentlich nach sowas? Schmutzig? Bisschen gedemütigt? Wenn es keinen Spaß mehr macht,
sollte man es lassen. Ach so. Und ich dachte immer, diesen Job macht niemand freiwillig. Ich lerne nicht aus. Sie sind Mutter aus Leidenschaft. Sie sind doch kein bisschen besser. Oder warum heiraten Sie den Chef der Firma? Ansgar und ich, wir sind ganz verrückt vor Liebe. Wir können es nicht erwarten zu heiraten. Jeder prostituiert sich auf seine Weise. Aber im Gegensatz zu Ihnen bleibe ich dabei unabhängig. Wechseln Sie die Bettwäsche und reinigen Sie das Bad. Was soll das denn werden? Du hättest wenigstens danach lüften können. Wie soll ich mich jetzt hier aufhalten? Niemand zwingt dich, Tanja. Ansgar, wir heiraten bald. Alle müssen doch sehen, wie glücklich wir sind. Natürlich verbringe ich meine Zeit hier bei Ihnen. Und reinigen Sie auch bitte alle horizontalen Flächen, Fußboden, Sessel. Ich kenne ja deine Vorlieben. Hat sich die Sache jetzt wenigstens erledigt? Kann die Kleine ihren Job? Hattest du Spaß? Danke, es war sehr unterhaltsam. Das nächste Mal nehme ich das Verwöhnangebot. Einen doppelten Wodka mit Eis, bitte. Gerne. Welche darf es denn sein? Scheißegal. Hey, jetzt glotz nicht so romantisch. Sie ist nur eine Nutte. Ja, ich weiß. Bitte schön. Danke. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Zahlen. Sehr gerne. Ich hole die Rechnung. Nicht nötig. Stimmt so. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Wir waren eigentlich beim Du. Ja, wir waren. Wir müssen reden. Meine Schicht beginnt in einer Minute. Ich wäre gerne pünktlich, aber bitte. Unter vier Augen? Ich wüsste nicht, worüber. Über was gestern Nacht passiert ist. Ich würde gern... Graf Lahnstein, haben Sie irgendeinen Auftrag für mich? Ich bügele oder übernehme andere Hilfstätigkeiten. Eva, Moment. Ich weiß, dass du enttäuscht bist und ich würde sehr gern... Für alle anderen Dienstleistungen müssen Sie mich gesondert bezahlen. Kein weiterer Kontakt. Wie bitte? Sie haben mich verstanden. Ich will, dass Sie sich von Ansgar fernhalten. Haben Sie Angst vor mir? Vor Ihnen? Wie niedlich. Nein, Ansgar muss man nur manchmal vor sich selbst und seinen Trieben schützen, sonst wird er unberechenbar. Für Sie? Für uns alle. Ist nicht wirklich gut, wenn er sich in der Nutte verliebt. Aber wissen Sie, das ist wie Schnupfen. Und Ansgar ist ziemlich sprunghaft. Wenn Sie weg sind, hat er Sie vergessen. Hoffentlich. Dann sind wir uns einig. Kein Kontakt. Haben Sie ihm das auch gesagt? Das muss ich nicht. Denn nächste Woche hat er Sie vergessen. Was ist mit meiner Kündigungsfrist? Sie unterschreiben einen Aufhebungsvertrag und werden selbstverständlich bis zum Monatsende bezahlt. Einverstanden. Ach, Frau Baumann, jetzt seien Sie nicht so traurig. Er tröstet sich mit einer anderen Büglerin oder mit einem Model, wer weiß das schon. Und wenn er ganz, ganz verzweifelt ist, dann wird er das Verwöhnangebot Ihrer Agentur buchen. Ansgar und ich, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Du siehst müde aus. Vielleicht solltest du zur Abwechslung mal alleine schlafen, hm? Hey,
Ich brauche deine ungeteilte Aufmerksamkeit für LCL. Hast du. Alexa Berg ist nicht so naiv, wie wir glauben. Gefährlich? Nein, aber sie nervt mich. Ich will, dass sie geht. Entschuldigung, Frau von Lahnstein. Worum geht's? Sie sagt noch, dass es eilt. Der Auflösungsvertrag von Frau Baumann liegt jetzt auf ihrem Schreibtisch. Ja, ich kümmere mich drum. Moment mal, was soll das? Weißt du, ich habe gedacht, Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn sie unbedingt weg will... Ich allein entscheide, wann sie geht. Ansgar, du hast dich in sie verknallt. Du musst für den Sex mit ihr bezahlen, ist das nicht demütigend? Tanja, meine Ehe mit dir kostet mich wesentlich mehr in jeder Hinsicht. Lass sie los. Das Flittchen will raus von ihr. Eva Baumann geht keinen Tag vor Ende ihrer Kündigungsfrist. Gut, wie du willst. Und ich warne dich, Tanja. Kein Mobbing, keine Schikanen, nichts in der Richtung. Ist das klar? Sie muss dir ja verdammt wichtig sein. Wenn die Arbeit heute nicht fertig wird, liegt es nicht an mir. Was willst du noch? Ich unterschreibe jetzt einen Auflösungsvertrag, dann bin ich hier raus. Du bleibst. Über Arbeitsverträge in dieser Firma entscheide immer noch ich. Warum machst du das? Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Weil ich es nicht kann. Es war ein Fehler. Was? Letzte Nacht. Ich hätte es nie tun sollen. Ich wollte nicht Jasmina. Du hast dich entschieden. Blödsinn. Ich hab's nur einfach nicht ertragen, dass du, obwohl ich dir einen Ausweg geboten habe, dass du trotzdem... Ja, sag's ruhig. Dass ich trotzdem mit Männern schlafe. Für Geld. Obwohl mich keiner dazu zwingt. Und hast du gedacht, das will ich auch? Ich wollte Eva. Ich will dich. Weißt du noch, wie du damit angegeben hast, dass du mich hättest auf dem Dach verführen können? Aber du wolltest nicht, weil das zwischen uns was ganz Besonderes war. Das hat mich total beeindruckt. Das ist der Respekt, den ich von einem Mann erwarte. Jasmina ist käuflich, Ansgar. Aber egal, was du tust, Eva wird es nie sein. Ich hoffe, das hast du verstanden.